Der Deutsche Bundestag kann nicht ja sehenden Auges mit der Kenntnis dieses Gutachtens des Wissenschaftlichen Dienstes ein Gesetz beschließen, das anschließend das Bundesverfassungsgericht sofort wieder aufhebt. Deshalb muss hier ein klares Votum für eine ganzheitliche Abschaffung, ein ganzheitliches Abschaffungsgesetz des Solidaritätszuschlages geben, meine Damen und Herren. Gesagt hat das Hans Michelbach von der CDU-CSU-Fraktion, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen will ich Sie zum Schluss, Ihr Finanz- und Steuerexperte, sehr deutlich fragen und Sie auch abstimmen lassen an dieser Stelle. Wer von Ihnen von der CDU-CSU-Fraktion ist der Auffassung, dass der Kollege Michelbach Unrecht hat? Heben Sie jetzt die Hand. Wenn das keiner von Herr Kollege, Ihnen tut, Herr Kollege, zum Schluss. Ja, zum Schluss. Ja, aber nein, Sie müssen jetzt, Sie müssen jetzt Schluss machen, zum Schluss, nicht zum Schluss kommen. Ja. Das ist fürs Protokoll. Alle anwesenden Kollegen und Kollegen der CDU-CSU-Fraktion haben gerade erklärt, dass dieses Gesetz verfassungswidrig ist, meine Damen und Herren. Dann können Sie im Dezember nicht dazu stimmen. Das ist Verfassungsbruch mit Ansage. Die größte Fraktion des Hauses darf nicht gegen das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland verstoßen. Herzlichen Dank.